Hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Icherweg unterwegs mit Peter. Ich bin wieder im wunderschönen Saarland, mit mir heute auch gemeinsam der Marco von Strauchs Wanderlust und wir machen was ganz Besonderes. Für mich ist es heute eine kleine Rückkehr zur Saarschleife, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich blende es euch kurz ein mit Topper von Topper's Adventures. Heute wird es aber ein Wanderweg. Ja, heute wird es ein kleiner Wanderweg und zwar die Klöfe, den Klöfe. Und da bin ich schon sehr gespannt. Heute wird es vielleicht auch etwas höher hinausgehen. Und der Start hier heute, das ist der sogenannte Arschholz. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie es heute wird. Ja, klar, ich auch. Ja, ich war kurz abgelenkt. Also, viel Spaß, lehnt euch zurück und lasst uns machen. Das Klöf Atrium nahe des Ortes Orschholz ist der Ausgangspunkt dieser Traumschleifentour, sowie vieler weiterer Wandermöglichkeiten. Die ersten Schritte setzen wir noch auf ländlichem Gebiet, doch schon wenig später erreichen wir das schöne Naturschutzgebiet des Steinbachtals. Richtiges Naturgefühl kommt schließlich im dunklen und engeren Kerbtal auf. Umgeben von vielen kleinen Felsen und Totholz sind auch die Steine teils von Moosen überwachsen. Wenn die Sonnenstrahlen durchkommen, wachsen unterschiedliche Flechten an den Felswänden. Auch die atemberaubende Stille des Tals darf durchaus genossen werden. Nach einigen Treppenstufen und Holzstegen erreichen wir schließlich das Saarufer. Ein wunderbarer Platz für eine kleine Pause oder Einkehr. Dort befindet sich auch eine kleine Fähre, falls man seine Wandertour zur sagenumwobenen Burg Montclair fortsetzen will. Auch der touristische Schiffsverkehr ist ein großes Aushängeschild an der Saarschleife. Es folgt der anspruchsvollste Teil des Weges. Gleich 200 Meter müssen über den Steilhang genommen werden. Dabei ist eine gute Kondition und Trittsicherheit erforderlich. Thank you.
Nach dieser wundervollen Traumschleifentour besuchen wir nun den Baumwipfelpfad sowie den hölzernen Turm am Aussichtspunkt der Klöf. Seit 2016 hat man vom 42 Meter hohen Holzturm die Möglichkeit, auf das Wahrzeichen des Saarlandes und darüber hinaus zu blicken. Dabei zeigt sich der Naturpark Saarhunsrück genauso von seiner goldenen Seite wie das nördliche Gebiet Frankreichs. Hier jetzt von der Terrasse von der Klöf. Marco hat mich hochgebracht. Erfolgreich hochgebracht. Ja, bis hoch war jetzt eigentlich nicht das Thema hier oben. Es geht dann langsam nach einer Zeit, wenn man sich ein bisschen durchatmet, dann wird es besser. Aber ihr habt es gesehen, die Aussicht, das ist schon wert, hier hochzukommen. Gell? Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Also der Baumwipfelpfad hier mit der Klöf sollte man auf jeden Fall, wenn man hier ist bei der Saarschleife, mitnehmen. Es zahlt sich wirklich aus. Der Weg wurde vom Deutschen Wanderinstitut mit 92 Erlebnispunkten bewertet. Und die hat er meiner Meinung nach auch verdient. Wenn du also ins Saarland kommst, ist ein Besuch der Saarschleife unumgänglich. So, meine Lieben, ich muss ja sagen, meine Rückkehr zur Saarschleife war wirklich großartig. Schon wie bei der ersten Tour, muss man fairerweise sagen, war auch das jetzt. Jetzt habe ich noch ein paar Kanten und Ecken aus dieser Gegend mehr kennengelernt. Und es war großartig. Und für mich, als jemand, der ja leider doch ein bisschen Höhenangst hat, und ich war oben, ich habe es geschafft. Ja. Und mit Bravour. Naja, hat mir wirklich gut gefallen. Also danke, Marco, für die. Immer wieder gern, du bringst mich auf die Berge, ich bring dich auf den Baumwipfelpfad. Ja, das ist ein Deal. Ne? Ja, da kann man. Also insofern, meine Liebe. Also schaut auch gerne mal beim Marco vorbei, heute ohne Sarah. Ne? Ohne Sarah, Gott sei Dank. Das, bei Strauchs Wanderlust und ja, ich freue mich schon auf wesentlich mehr Saarland-Action in den nächsten Jahren. Und in den nächsten Tagen. Das auch noch. Also dann. Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.